dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu? Sicher. Willst du dich messen? Profiduell. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Komm schon, Chef. Oh. Ich bin... Oh. Wer wird wohl gewinnen? Auf allerhöchstem Niveau. Was für wunderschöne Muskeln. Einfach perfekt. Komm, ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Ich bin beeindruckt. Oh. Ja. Eins. Komm schon. Eins. Ein Wettkampf auf... Ich bin beeindruckt. Was für wunderschöne... Das ist deine Chance. Einfach perfekt. Komm schon. Ich bin beeindruckt. Die Muskeln sind wunderschön. Einfach perfekt. Komm schon. Damn it. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Was für... Wir lieben dich, Chef. Ich bin beeindruckt. Wie all diese... Man muss schon bei der schnell. Ja, er macht weniger Fehler als ich, aber. Komm schon. Jetzt wird er mich überholen, leider. Muskeln sind... Es wird schwer, wieder aufzuholen. Hat so gut angefangen, ja. Mal entspannter an die Sache ran. Lass uns zusammen schwitzen. Werd mich nicht zurückhalten. Oh. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Komm schon. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Was für wunderschöne Muskeln. Wie all diese Muskeln perfekt. Na, zu schnell. Genau vor dem letzten nämlich, ne? Das hat sich extrem viel Zeit verloren. Komm schon, Chef. Einfach. Das ist deine Chance. Da kommt einer mit dem Druck. Nicht klar. Kann ich schon aufgeben eigentlich, weil das Problem ist, ich bin jetzt einfach hinten nach. Ich bin da. Ich kann die Muskeln färben. Die Runde gewinnst du, Chef. Och, man. Ja, das wird nichts mehr. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Komm schon, Chef. Wer wird wohl gewinnen? Ein Wettkampf, oh nein! Das Problem ist, wenn man... Der Rhythmus verschnellert sich ja jedes Mal. Also jedes Mal, wenn man es schafft, kann man die nächste Kniebeuge etwas schneller machen als die vorige. Und dieses Rhythmus ändern ist für mich wahnsinnig schwierig. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Aber wenn ich 42 oder so schaffe, dann müsste ich so ausgehen. Und ich war vorher auf 37 und da habe ich wirklich 3 Fehler gemacht. Also, das ist locker aus wahrscheinlich. Wenn du eine Revanche willst, für eine Runde gegen dich, habe ich immer. Und ich hätte wirklich gerne den Meistergürtel. Wirklich gerne den Meistergürtel. Komm schon, Chef! Ich bin beeindruckt. Einfach perfekt. Chef, das ist deine Chance. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Was für Muskeln sind wunderschön. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Komm schon, Chef. Zu schnell. Nein. Und jedes Mal mache ich es genau beim Dreieck oder beim X. Und beim Dreieck, wenn man einen Fehler macht, verliert man die volle Zeit einer ganzen Kniebeuge plus die Kniebeuge selbst. Eins, zwei,
Ja, jetzt weiter. Was für wunderschöne Muskeln! Einfach perfekt! Wir lieben dich, Chef! Ich bin beeindruckt! Loslegen, Chef! Zu schnell. Das mehrfach X drücken ist nicht so das Problem. Das Problem ist wirklich bei mir selbst. Das Verschnellen des Rhythmus allgemein. All diese Muskeln perfekt harmonieren. Komm schon, das ist deine Chance. Was für wunderschöne Muskeln. Kann das schon bei der Sache bleiben. Ich drücke dann immer zu schnell. Also ich versuche zu schnell Gas zu geben mit dem Rhythmus und dann kommt sowas raus. Als Trainer muss ich meinen Ruf bewahren. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Wer wird wohl gewinnen? Ich bin beeindruckt, wie all diese Muskeln Wir lieben dich, Chef! Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Komm schon, Chef! Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf... Eins, komm schon, Die Muskeln sind... Wunderschön! Komm schon! Einfach perfekt! Ich bin beeindruckt! Das ist deine Chance! Komm schon! Das wird schwer, wieder aufzuholen! Puh, das wird wirklich schwer! Einfach! Wir lieben dich, Chef! Was für wunderschöne Muskeln! Komm schon! Nein! Nein! Habe mich jetzt? Ja. Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Ich bin beeindruckt. Tja, zwei haben mir noch gefehlt. Nächstes Mal entspannter an die Sache ran. Lass uns zusammen schwitzen. Ja, das mit besser und schlechter ist eigentlich, das ist nur... Wird mich nicht zurückhalten. Wenn ich mich konzentrieren kann und das auch mache, dann geht's schon. Wie all diese Muskeln perfekt haben. Wieder eine ganze Kniebeuge plus die Zeit für die Kniebeuge verloren. Was für wunderschöne Muskeln! Wer wird wohl gewinnen? Das ist deine Chance! Ja, nein, also das ist... Das Problem ist, dass man es nicht abbrechen kann. Ja, theoretisch kann ich es eh noch gewinnen, aber es ist wieder wahnsinnig schwer. Ich kann die Muskeln förmen. Ja, speziell wenn ich dauernd drauf drücke. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Was? Zu schnell. Einfach perfekt. Komm schon. Wer wird wohl gewinnen? Auf allerhöchstem Niveau. Ich bin da. Ja! Eins, zwei! Okay. Ein paar Mal probieren wir noch. Ich glaube, wir schaffen es schon. Und wie man sieht, das ist kein wirkliches Training, wo man immer besser wird, sondern es ist einfach nur. Man braucht einen Lauf, wo man sich ordentlich konzentrieren kann, wo man keine Fehler macht. Das hat mit Training wenig zu tun, das ist nur Konzentration. Yeah.
all diese Muskeln perfekt harmonieren. Komm schon, Chef. Das ist deine Chance. Was für wunderschöne Muskeln. Ein Wettkampf auf allerhöchsten. Komm schon, Chef. Wir lieben dich, Chef. Ich bin beeindruckt. Was für wunderschön. Einfach perfekt. Wir Muskeln sind wunderschön. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf allerhöchsten. Ja. Eins, zwei, eins, perfekt. Ich bin beeindruckt. Komm schon. Wie all diese Muskeln. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Was für wunderschön. Wie all diese Muskeln. Komm schon, Chef. Wir lieben dich, Chef. Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf. Was? Einfach perfekt. Wer wird wohl gewinnen? Wie all diese Muskeln. Komm schon, Chef. Das ist deine Chance. Ich bin beeindruckt. Muskeln sind wunderschön. Komm schon. Einfach. Ja. Eins. Ich bin beeindruckt. Eins. So. Komm schon. Wie all diese. Wer wird wohl gewinnen? Einfach. Komm schon. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln. So. Also, wie war das jetzt? Einfach nicht Chat lesen, den beiden geht das schon. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also ran an die Hanteln. Also ich glaube, dass ich glaube, dass sich 70 Kniebeugen ausgehen müssten eigentlich. Schauen wir mal, was wir da jetzt bekommen haben. Maximale TP plus 10, Stärke plus 5. What the fuck ist das? What the fuck? Also wenn sich das nicht auszahlt, halt die Fresse. So, wo müssen wir eigentlich hin? Zu Sam zurück? Okay. Ja, das ist Wahnsinn, das Teil. Ich finde übrigens wahnsinnig cool, dass das Hard Edge diese Schriftzeichen eingraviert hat. Super cool. Okay. Wie steht's? Schon mit dem Sündenpfuhl vertraut gemacht? Ja, wie ja. Gefällt's dir hier? Hier erlebt man vieles zum ersten Mal. Für mich alles uninteressant. War's das mit Aufträgen? Nein, einen letzten Auftrag habe ich noch. Du willst doch Tifa da rausholen, oder? Ist das eine Drohung? Nicht wirklich. Geh zum Kolosseum. Da erfährst du den Rest. Nochmal Kolosseum? Okay. Langsam kenne ich mich in Wallmarket ein bisschen zumindest aus. Bin ich gespannt, was wir machen dürfen. Müssen. Moment, ich mache mal kurz da. So, etwas mehr Licht hier. Jetzt wird's interessant, sagt Renzo. Okay. Kann ich mich schon heilen, ne? Ja. Also wir gehen davon aus, dass das ein Einzelkampf ist. Was haben wir ausgerüstet gerade? Heilen ist gut. Analyse. MP-Boost, Toxin. Wir werden heilen gegen etwas anderes austauschen. Und zwar irgendwas Tolles. Was bringt uns was Tolles? Glücksboost, Erstschlag, Autovita. Meister der Gegenstände. Wir heilen wahrscheinlich sowieso nur mit Tränken jetzt. Wie viel Kohle haben wir? Genug eigentlich. Oder Vision wieder. Je nachdem, ob es ein langer Kampf ist oder nicht. Der Meister der Gegenstände hört sich gut an. Ich will nicht heilen verwenden, das ist so langweilig.
Barriere, wir nehmen Barriere mit. Das heißt, wir haben Elementar Affinität Glut, das brauchen wir nicht, auch nicht. Wir können stattdessen Glut, Toxin, wir nehmen stattdessen Glut und Rost mit. MP Boost nehmen wir schon mit, Analyse nehmen wir auch mit, Toxin, Glut, Frost nehmen wir Gewitter mit. Und Barriere. Ja. Dann heilen wir uns schnell. Ah, der Einsatz von Items in der Arena verboten. Das ist richtig. Dann brauche ich doch heilen mit. Schlecht. Aber gilt das nicht nur bei den Kämpfen, die wir dann selbst machen können? Wir brauchen heilen mit und statt Gewitter. Nehmen wir mal so. Okay. Renzo sagt gerade, er konnte was benutzen. Ich glaube auch, das gilt nur für die Kämpfe, die nicht im Zuge der Story durchgeführt werden. Das heißt, wir werden das wieder so machen wie vorher. Dann hatten wir Gewitter. Es fehlt eigentlich nur Luft, aber wir haben keinen Platz für Luft. Wir könnten statt Barriere Luft nehmen, aber Barriere ist halt schon gut, ne? Weil es uns Angriff erspart. Ich nehmen wir statt Gewitterluft. Weil wir gehen nicht davon aus, dass wir gehen nicht davon aus, dass es jetzt ein Gegner kommt, der gegen Gewitter anfällig ist oder gegen Blitz anfällig ist. So, ich wollte kurz speichern. Auf dich habe ich gewartet, Champion. Sondermatch, wir machen das die Sondermatch. Die Plätze sind restlos ausverkauft. Zeig der Meute, was Unterhaltung ist. Ja, zur Not, wenn wir den Kampf nicht schaffen. Wir verwenden jetzt mal gar keine Items oder wenige. Und jetzt anschnallen, wertes Publikum. Der unglaubliche Champ Cloud steigt wieder in den Ring. Okay, also Eis ist gut. Das wird ein explosives Aufeinandertreffen. Wenn der heißeste Held der Saison auf seinen Gegner prallt, nicht minder heiße Vulkanbomber! Lassen wir es knallen in der Arena. Und jetzt, Ring frei! Volle Konzentration. Ja! Los geht's. Okay. Nur zu. Und tschüss. Die Frage, wie ich denn jetzt beikomme. Es hakelt! Ich würde wahnsinnig gerne. Wir machen das so. Ich verliere jetzt mal. Schau mal, kann ich den neu anfangen? Ja, ich schau mal, ob ich den neu anfangen kann, ob ich mir einen Materia umbauen kann, weil dann werde ich jetzt natürlich hardcore darauf spekulieren, zu wissen, was kommt. Ich hoffe, dass es nur ein einphasiger Kampf ist, sonst habe ich hier Probleme, aber wir bauen uns nämlich Elementar-Affinität Feuer in der Rüstung und Eis und den Rest, den wir brauchen, halt heilen und aus. Eine Materia, die ich jetzt noch nicht weiß. Genau, also wir machen da. Wir haben hier Frost Glut, das heißt, wir machen hier Elementar Affinität. Machen hier einen Frost.
Mach hier die Barriere. Wo ist sie? Und dann tun wir heilen. Und zwar hier statt dem MP-Boost. Vielleicht heilen. Dann haben wir einen Cast weniger, das ist okay. Und da nehmen wir Shiva. Dann müsste es gehen, ne? Wenn wir Barriere verwenden, Magiebarriere und Elementaraffinität Glut, dann sollten die fast keinen Schaden machen jetzt, ne? Ja. Auf dich habe ich. Die Plätze sind restlos ausverkauft. Zeig der Meute, was Unterhaltung ist. Ich mag es eigentlich normalerweise schon mit den Sachen, die ich mir vorher, also die ich standardmäßig trage, die Kämpfe alle zu bestehen. Aber gerade wenn ich nur einen, Charakter habe, ist das irgendwie ein bisschen schwieriger. Da ist so wenig Auswahlmöglichkeiten, weil wir so wenig Slots zur Verfügung haben. Das wird ein explosives Aufeinandertreffen. Da fehlen dann einfach die Werkzeuge. Wenn der heißeste Hate der Saison auf seinen Gegner prallt, nicht minder heiße Vulkanbomber! Ich muss sie analysieren auch noch. Lassen wir es knallen in der Arena. Und jetzt, Ring frei! Verpufft wieder mal. Was ist da jetzt? Hallo? Was ist da los? Hallo? Ist die Magiebarriere vorher wieder verpufft? Ist das schon wieder so auf den Nerv wirklich? Das wird schon. Fast kein Mana mehr. Keine Chance. Alles geht. Es ist gar nicht besonders gut gegen den. Bringen wir es hinter uns. Jetzt wird abgerechnet. Ein weiterer Triumph für den Champion. Er hat Öl in unsere schwelenden Erwartungen gekippt und unsere Begeisterung neu entflammt. Ich weiß gar nicht, ob die Magiebarriere so gut war. Das aufgeheizte Publikum ist kurz vorm Abheben. Da ist er, der Sam. Hallo Sam. Lass mich raten, jetzt muss ich gegen dich auch noch kämpfen. Hast du gut gemacht. Das ist dein Anteil. Hier, nimm. Und jetzt raus damit.
Was ist mit Tifa? Yeah. Tifa. Der Wildfang, an dem man sich genauso leicht die Finger verbrennen könnte wie an einem Vulkanbomber? Hey. Hatte nicht vor, dich aufs Glatteis zu führen. Hast allerdings trotzdem bewiesen, dass es dir ernst um das Wohlergehen des Mädchens ist. Das habe ich dir beim Kämpfen in der Arena nämlich angemerkt. Bist ja ein ganz schneller. Und? Hilfst du mir oder nicht? Sehe ich so aus? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich mir keinen Ärger einhandeln will. Aber mittlerweile bist du Manns genug, um den Karren auch ohne meine Hilfe aus dem Dreck zu ziehen und tiefer beizustehen. Hast dich gemacht, wirkst viel entschlossener im Vergleich zu unserem ersten Treffen. So, meine Lektion ist hiermit abgeschlossen. Aeris müsste eigentlich auch so langsam präsentierfähig sein. Hier ist noch ein Rat für den Weg. Lass eine Frau nie warten. Wenn du Pech hast, geht sie vor Wut hoch wie ein Bomber. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. Jetzt gibt's hier nichts mehr. Das waren alle Sidequests, die ich machen konnte hier, ne? Das heißt, theoretisch, das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, was mit den Typen in den Seitengassen ist, die dieses Leiden haben, wo sie Bauchweh haben oder wie auch immer. Weil ich habe die Medizin nicht mehr, ne? Ich schaue jetzt nochmal in meine Schlüsselgegenstände. Wenn ich dann wieder kann. Wir haben die Antitranspirant-Tabletten noch. Aber was sind Antitranspirant-Tabletten? Die verhindern nur das Schwitzen. Die haben nichts mit der Verdauung zu tun. Ich mache jetzt dann relativ bald Schluss. Ich weiß nicht mehr genau, was ich jetzt noch. Es gibt eh nichts mehr außer Aerith abzuholen. Das heißt, ich mache nur mehr Cleanup. Und dann werden wir jetzt eh Pause machen für heute. Und am Nachmittag oder am Abend geht es wieder weiter. Also, wer wissen will, wann die. Also, wer gerade zusieht und nicht genau weiß, wie er feiert, wann ich gerade streame, einfach da unten rechts. Geht von discord.jason.at, kommt ihr direkt auf den Discord-Server. Und dort wird das immer angekündigt und dort kann man immer lesen, wann genau Streams sind und damit man nicht die Anfänge immer verpassen muss. Kampfberichte, was fehlt eigentlich noch? Analyse zum Schockphänomen, also zwei Arten von Gegnern in der Schockzustand. Ich glaube, das geht sich gar nicht aus, dass wir das jetzt schon haben. Ich werde jetzt nochmal eine von den Seitengassen suchen und schauen, ob ich da wieder. Welche war das, wo wir. Absolute Weltneuheit, ne? Auf dem Wallmarkt. Eine vollautomatisierte. Ich probiere es mal hier. Ich glaube nicht, dass es geht, aber. Schauen wir mal, ob wir den die Antitranspirant-Tabletten andrehen können. Dem Typen da, ne? Da oben ist er wer gestanden, der hat irgendwie Probleme. Hey du Vogel, ist klar, was passiert, wenn du hier schlapp machst, oder? Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Ah, dem ist gar nicht schlecht. Der wird von den Mafiosi verprügelt. Okay. Ui. Okay, na dann war's das. Vielleicht habe ich mich auch geirrt und das sind irgendwie Leute, die gerade eine Trachtprügel von den Corneo-Handlangern eingesammelt haben. Wir gehen jetzt noch kurz vor den Massagesalon. Und zwar ist das eh gleich hier. Und machen jetzt mal Pause für heute, also Mittagspause und allgemeine Pause. Und heute am Nachmittag oder am Abend geht's weiter. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wann genau, da unten discord.jason.at joinen. Da seht ihr genau, wann Streams losgehen. Und dort findet ihr auch Links zu den
zu den Playlisten auf YouTube, wo die Videos dann im Endeffekt auch hochgeladen werden. Also, bis nachher wünsche ich euch viel Spaß.